Fabian, warum hast du dich für Basti entschieden? Ja, Basti ähm, hat mich da halt auch verzaubert in dem Moment und ähm, der hat irgendwie immer so eine Anziehung gespürt. Ähm, und ich habe ja gesagt, das war ja irgendwie äh, in dem Moment auch oder vor der Entscheidung auch so viel Emotionen, die bei mir auch zusammenkamen, wo ich sagen muss, so wirklich Gefühlschaos, was ich noch nie hatte. Und habe dann gesagt Hey Basti, ähm, ich will es mit dir probieren. Und habt ihr es dann wirklich probiert? <laughs> Seid ihr ein Paar? Nein. Nein. Wir sind kein Paar. Kein Paar. Wart ihr direkt nach der Entscheidung ein Paar? <laughs> ähm, also ich hatte schon das Gefühl, <laughs> dass wir ein Paar waren für eine Woche. Für eine aber, Woche? Mh, aber. Das ist ähm, kurz. Ja, aber. Manche Beziehungen gehen halt länger, manche weniger. Aber es, ich glaube, das, was wir da hatten, war jetzt nicht so eine Standardbeziehung, sondern wir hatten halt eine wunderschöne Zeit auf Rodos. Und ähm, auch im Nachhinein noch. Die kann uns keiner wegnehmen. Aber wenn das dann halt nur die Geschichte auf Rodos gewesen ist, ähm, ist das auch vollkommen okay. Wieso hat sich denn für dich nach einer Beziehung angefühlt? Es gab einen Moment, wo ich vorgestellt wurde und dann äh, hieß es, this is my new boyfriend. Und dann war das so okay, scheinbar. So. <laughs> Fabian, war es dein New Boyfriend oder eher doch nicht? Ähm, bei mir war noch ganz viel ähm, aufgewühltes Emotionschaos, äh, die Tage danach auch. Ähm, für mich war es einmal total entscheidend, mal aus dieser Blase rauszukommen, wieder nach Hause zu kommen, mit engen Freunden zu sprechen und dann noch mal ganz tief in mich reinzuspüren, was will ich eigentlich, und habe eigentlich dann auch gemerkt, ähm, dass das mit Basti nicht das ist, was, was mein Herz sagt.